Ja, viel zu tun, viel zu tun. Und das Licht ist aus. Achso, ist wegen dieser doofen Umschwunggeschichte. Der Mining Drill müsste fertig sein. Und ich setze jetzt den Dreier Drill mal dahin, wo der Vierer Drill ist. Speed. Und nehme den Vierer Drill, um das Tungsten abzubauen. Zum einen, weil er nicht ganz so nah dran stehen muss an der Mauer, falls doch mal Gegner kommen. Und zum anderen, weil er einfach schneller ist, weil er halt, ne? Oh, ich glaube, das ist Eisen. Das ist nicht gut. Oh, Idee. Du tust es bitte einfach hier rein. Dann nehmen wir ein intelligentes Ärmchen. Oh, eigentlich brauche ich ein intelligentes halbes Ärmchen. Ja, und du tust dann das Eisenerz aus der Kiste aufs Band. Oh, du tust auf die rechte Seite, sehr gut. Du tust das Eisenerz auf die rechte Seite des Bandes und das Tungsten staut sich dann hier an. Das heißt, wenn ich später diese Basis zerlege oder zerlegen lasse von Robotern, wobei ich dafür dann erst wieder eine Roboportkette hier hinbauen müsste, wenn es dann später abgebaut wird von mir oder von Robotern, dann wird auch gleichzeitig die Kiste abgebaut, das ganze Tungsten wird freigelassen, wird das Tungsten eingeschmolzen und ich muss sonst nichts mehr machen. Sehr gut. Etwas, über das ich nicht nachdenken oder mich daran erinnern muss. Das ist ein super Konzept. Das könnte funktionieren. Gut. Ja. Mehr. Hallo. Laserfeuer in der Nacht. Schick, schick. Springen wir da rein. Ich will nicht zu Fuß nach Hause laufen. Wir gehen jetzt also zur Basis, stibitzen die Transportroboter. Überprüfen ein bisschen die Ressourcen. Schmelzöfen, ja. Ich müsste jetzt erstmal wieder mehr Roboter bauen. Also ich hatte gerade schon wieder im Kopf gehabt, dass ich die Kupfergeschichte jetzt so ähnlich aufbaue, wie es mit dem Eisen unten ist. Weil wir werden auch später Kupferaußenposten haben, wo wir dann nochmal ein neues Schienensystem bräuchten oder mit den Signallampen arbeiten. Wobei Signallampen immer so eine Sache sind bei mir. Also wahrscheinlich eher ein zweites Schienensystem. Dass ich denn schon mal die Schmelzöfen aufbaue und zwar fast genauso viele wie beim Eisen. Und zwar hier unten in der Hauptbasis. Da haben wir jetzt ja, ich glaube, so 12 oder so Schmelzöfen nur für Eisen mit Speedmodul und allem. Das Ganze darunter dann nochmal für Kupfer. Damit es alles einigermaßen zentral gelagert ist. Aber das kann ich euch gleich zeigen, wo wir angekommen sind. Dieser komische Stromgenerator, da kann auch weg. Britzel, das ist auch alles fertig, sehr gut. Aussteigen bitte. Und zwar. Oh, hallo, danke. Und zwar hier. Hier haben wir Stahl und gemischtes Zeug und noch mehr Stahl und noch mehr gemischtes Zeug. Wobei das hier eigentlich da irgendwo hin sollte. Damit wir hier so einen Achterblock haben, nur mit Stahl. Und denn hier haben wir diverses. Hier haben wir dann ein 16er Block für Eisenplatten. Und dann hier drunter nochmal ein 16er Block für Kupfer. Also. Hier. Und. Ja. Frage. Ja doch, hier und hier. Wir werden immer ein bisschen mehr Eisen brauchen als Kupfer, oder? Eigentlich war der Verbrauch an Kupfer meistens höher. Das konnte man hier bei P irgendwo nachgucken, ne? Genau, wir brauchen 2700 Draht und 1700 Kupferplatten. Also zusammen bei 4300 rum und Eisen nur 2500, 400. Also ja, Kupfer ist wichtiger. Das heißt, wir bräuchten dann hier einen Viererblock, da einen Viererblock und hier vielleicht auch noch einen kompletten Viererblock. Das müssen wir dann gucken. Ressourcen wollte ich überprüfen. Also. Ah, Eisen ist auf 16.000 hoch. Das ist sehr, sehr schön. Kupferplatten bei 48.000. Ich glaube, Kupferplatten waren zwischenzeitlich auf 46.000 runter. Irgendwie so. Das ist also auch noch verträglich. Fabriken. Wir hatten Fabriken, die Fabriken bauen, gebaut. Da unten. Wir hatten allerdings noch keine Fabrik gebaut, die die ganz guten Fabriken baut. Das würde ich noch ganz gerne einstellen, während ich hier weiter am Rumwuseln bin. Dafür bräuchten wir Capacitors. Wir haben keine Fabrik für Capacitors, richtig?
Also nicht die Capacitors. Ne. Wir haben Weak. Wir haben Weak. Und wir haben Weak Flux. Wobei die anscheinend durchgehend voll sind und ich vielleicht mit einer zurechtkomme, sobald es eine gute Fabrik ist, also eine Viererfabrik. Und noch mehr Speedmodule drin sind. Ja, ich glaube, ich kann dich umbauen. Bau dich mal um zu. Das da. Brauch Stahl und Weak Capacitor, mehr nicht. Das heißt, du bekommst jetzt Stahl, nicht so viel. Und Weak Capacitor. Auch nicht so viel. Und das andere Zeug kommt dann raus. Was? Nein! Ups. Du brauchst... Her damit. Du brauchst gelbe Ärmchen. Und grüne Chips und Eisenplatten. Gelbe Ärmchen, Eisenplatten, grüne Chips. Hier. Hier müssen wir das einstellen. Weak Capacitor und Stahl. Gib das alles her, mach das alles weg. Weak Capacitor. Nicht unbedingt 200. So, weg, weg. Weg, weg. Sind die Aufträge mal bitte alle langsam durch? Ach, die langsamen Roboter. Jetzt aber. Okay. Du arbeitest, du tust Dinge rein, du bist schon beschränkt. Ist alles okay. Okay. Sandsäcke laufen, das läuft, das läuft, das läuft. Was wollte ich noch? Genau, ich wollte stehlen. Rauben und plündern. Hätten wir mal... Hä? Ich hätte gerne irgendwo ein paar mehr von den Baurobotern. Wo treibt ihr euch rum? Hm? Was ist eure Lieblingskneipe? Nee. Nee. Also im Tooltip wird ihm angezeigt, ob da Roboter gerade am Rasten sind. Okay, dann benutzen wir einfach einen Trick. Ich baue noch einen Roboport. Setz den Roboport hier hin. Dann wird der Auftrag erfüllt, dass dieser Wald abgerissen wird, wodurch wir noch mehr Holz bekommen. Was ich übrigens weiterverarbeiten könnte, / sollte, laut Kommentar. Da wir den Tree Farm Mod installiert haben. Ah, sehr gut. Da wir den Tree Farm Mod installiert haben, können wir auch aus Holz Kohle / Koks herstellen. Ja. Und das dann benutzen zum Feuern oder Plastik herstellen oder was auch immer. Das heißt, diesen riesen Überschuss an Holz, den wir haben, könnten wir dadurch weiterverarbeiten. So, so, so. So. Dum, dum, dum. Das müsste jetzt aber eigentlich auch Bauroboter machen, ne? Richtig? Ist im gelben Bereich. Das heißt, die Transportroboter kommen da nicht hin. Aber die Bauroboter. Substations sollten im System sein. Lampen sollten im System sein. Kommt jemand angeflogen? Da kommt irgendwas, aber ich kann nicht erkennen, was es ist. Ah, ein Construction Bot. Construction Bot mit einer Lampe wahrscheinlich. Was? Ja, und sie schaffen sich ein bisschen nach ganz oben. Na gut, sobald die Dinger da stehen, kann ich dann den neuen Roboport hier hinbauen. Ach, der ist schon fertig, okay. Dann baue den Roboport schon mal hin, er müsste... dahin? Ist da Platz zwischen? Nee, da ist richtig. Ja, dann ist die Abdeckung über den ganzen Wald und die müssten anfangen, hier alles zu zersäbeln. Ah, sehr schön. Und wenn sie dann zwischendurch sich irgendwo hinsetzen zum Ausruhen, wäre das dann wahrscheinlich bei dem Ding hier, oder? Ja, aber dann laden sie nicht rein. Mist. Die hängen nur auf dem Dach rum und sonnen sich. Die gehen da gar nicht rein.
Ihr seid die Falschen. Menno. Also schön, ich hab... Oh, das ist super. Element. Ups. Das wollte ich nicht. Nicht wirklich. 1, 2, 3. Was? Achso, der da unten war nur ein Bonus. So. Also meine Falle hat nicht so funktioniert, wie sie sollte, aber durch Zufall habe ich so das Wasserloch gefunden und konnte ein paar Construction Bots erlegen. Das ist gut. Gib mir die ganzen blauen Sachen da. Und dann hätte ich gerne langsame von euch. So 20 Stück ungefähr. Vielleicht ein paar mehr. So, wie viel habe ich? 24. Dum, 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 dum. Den nicht mehr. So, die werden umgebaut. Die werden da hinten hingeschmissen. Die normalen Roboter, die ich eingefangen habe, werden alle zu blauen gemacht. Okay. Soweit alles gut. Zug fährt hin und her. Oh, da waren die Dinger nicht gleichmäßig befüllt. Der eine hatte 4000 drin, das wird der hintere gewesen sein. Und der vordere kommt immer nur noch auf 1200. Dass sich das nicht einpendelt, ist ein wenig unschön. Aber gut, lässt sich wohl nicht ändern. Hier haben wir bald auch kein Eisen mehr. Das heißt, wir werden alles Eisen unten abbauen, hier einen Splitter hinbauen, der eine Splitter führt dann nach da, der andere Splitter führt nach da. Ja. Das ging echt flott. Das ist Hammer. Also wie schnell das Eisenfeld hier weg ist. Das waren jetzt vielleicht bisher, keine Ahnung, 6 Folgen oder so. Wenn überhaupt. Das Ärmchen ist nicht wirklich schnell genug, kann das sein? Ja. Ich habe fast keinen Platz mehr dabei. So. Kupfer kannst du auch reinschmeißen. Fällt mir gerade auf. Ich kann eigentlich alles reinschmeißen, weil alles wird auch entladen. Und sobald es entladen wird, wird es von den Robotern da abgeholt. Ja. Wobei ich eventuell aus den roten Kisten lila Kisten mache. Was wird da zerstört? Viel zu wenig Türme. So, gehen wir hier runter. Das alles mit. Zack. Ein kleines bisschen hilft's ja. Genau, jetzt haben wir hier euch. Müsst gleich losfliegen und Sachen reparieren. Genau. Und ich kann dann auch das hier machen, ne? Ja, kann ich. Sehr gut. Da ist die ganzen Leichen und so werden eingesammelt. Und wenn die Basis später aussortiert wird, kommen auch die Leichen mit wie das andere System. Gut, 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 gut. Das nehme ich schon mal mit, weil ich hätte gerne ein paar mehr Tungstenmauern. Ich hätte allgemein ganz gerne für unsere zukünftigen Außenposten halt nicht diese Sandmauern einmal drumherum, sondern Tungstenmauern. Das heißt, wir bräuchten einmal ein Set von, keine Ahnung, wie viele Mauern das sind. 300, 200, so im Dreh. Die hätte ich einmal ganz gerne. So, was noch alles? Strom. Hier ist wieder alles falsch. Das war das Ding, was alles abbauen sollte, wo ich dachte, ach, das ist doch eine super Idee. Stell das doch mal so ein, dass wir auch noch Eisen bekommen und auch noch Gold und Sand. Aber dass 90% davon wieder Stein ist, was wir dann nicht, ne? Hier wegbekommen. Das habe ich mal wieder nicht bedacht. Was war das? Genau, Shift links. Shift links, Shift links, Shift links. Überall Wasser. Das Zeug bitte leer machen. Falsch. Shift links, Shift links. Also, kein fancy Mischmasch-Zeug mehr. Nur noch Wasser. Ah, Wasser, 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 Wasser. Hier fehlt auch noch einer. Es ist ein Wunder, dass wir keine Stromprobleme hatten wie in der letzten Staffel. Das wäre echt noch jetzt das Krönchen oben drauf gewesen. Nachdem wir jetzt zig Folgen mit Eisenproblemen, Kupferproblemen, was weiß ich, rumgehantiert haben, dass dann nochmal das Licht ausgeht wie letzte Staffel.
Es war so komisch damals gewesen. Und sehr, sehr demütigend. Nimm mal mit. So, wir haben jetzt einen ganzen Stack Blauer dabei, das ist gut. So, ich hätte gerne. Weg, 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 weg. Kein Holz mehr, kein Holz mehr, richtig. Dann hätte ich gern die ganzen. Ich brauche viel mehr davon.